Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei Haarausfall. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Es gibt rezeptfreie Medikamente und rezeptpflichtige Medikamente. Die sind gelb und rot. Rot wenig geeignet, gelb mit Einschränkung geeignet. Ein hellgrünes oder tiefgrünes Medikament ist nicht da, nicht dabei. So. Ich stelle die rezeptfreien Medikamente vor und ich gehe im Wesentlichen auf die Wirkstoffe ein und sage, welche es gibt. Das sind zwei Stück. Nämlich 17 Alpha-Estradiol, der ist wenig geeignet, und Minoxidil, der ist mit Einschränkungen geeignet. So, bei den rezeptpflichtigen Medikamenten gibt es Kombinationen von Wirkstoffen, die sind wenig geeignet, und zwar sind das die Kombinationen Prednisolon, Estradiol und Salicylsäure, das ist wenig geeignet. Und Flupretinidin und Estradiol, das ist auch wenig geeignet. Da ist immer Estradiol dabei. Und dann gibt es Finasterid, das ist mit Einschränkungen geeignet. Also laut Stiftung Warentest Minoxidil mit Einschränkung geeignet bei den rezeptfreien Medikamenten und Finasterid mit Einschränkungen geeignet und der Rest ist nicht geeignet zur Bekämpfung von Haarausfall. Die nennen hier auch nur zwei Medikamente, Regaine oder Regain mit Minoxidil mit Einschränkungen geeignet und Propecia mit Finasterid mit Einschränkungen geeignet und dann Finasterid 1A Pharma Actavis ist wahrscheinlich das Generika. Ja, im Folgenden werden die Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und es geht weiter mit Finasterid.